Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen The Rise of the Tomb Raider. Ich freue mich gigantisch groß auf dieses Spiel. Es ist immer wie, als hätte ich Geburtstag, wenn ein neues Tomb Raider Spiel irgendwie erscheint. Und als großer Tomb Raider Fan, ja, konnte ich es auch nicht lassen, das Spiel direkt heute am 28. Zu kaufen bzw. vorzubestellen. Und ja, hoffe, dass der eine oder andere von euch sich auch mit mir jetzt auf dieses Abenteuer freut. Die größeren Let's Player haben ja immer mal das Privileg, dass sie so ein Spiel auch im Voraus spielen können. Ich habe extra gewartet und wollte es mit euch zusammen erleben. Hoffe halt, dass der eine oder andere von euch es vielleicht auch noch nicht bei einem anderen Kanal geguckt hat und sich genauso wie ich jetzt so freuen kann, was auf uns zukommen wird mit Lara Croft, was wieder für ein Abenteuer auf uns zukommen wird. Es schließt inhaltlich so ein bisschen an das Tomb Raider Spiel aus dem Jahr 2013 an, was ich ja zuletzt auf meinem Kanal auch gespielt hatte, also vom Tomb Raider Spiel her. Und es geht um eine Organisation, die wohl auch so ein bisschen die Sache mit der Endurance, falls ihr euch erinnert, und so verdeckt gehalten hat. Und Lara verschlägt es wohl auch nach Syrien und Sibirien. Ja, abgesehen davon ist das Spiel natürlich vom Publisher Square Enix. Der Entwickler ist Crystal Dynamics, wer auch sonst. Und das Ganze ist ab 16 Jahren, wie gesagt, gerade erst erschienen. Es gibt durch diesen Vorbestellmodus irgendwie vielleicht so das eine oder andere Extra, was ich jetzt bekommen habe. Aber ich weiß jetzt noch nicht, ob es direkt im Spiel sein wird. Hier gibt es in diesem Marktdings, wie heißt das? Marktplatz, genau. Da gibt es hier so, ja, so Geschenke und in diesem Geschenkekörbchen hatte ich halt so ein paar Extras drin, die habe ich entpackt. Das waren so wie so eine Art Spielkarten und ich hoffe, dass die damit im Spiel freigeschaltet sind. Man kann hier mit diesen Punkten wohl auch noch verschiedene andere Sachen kaufen, irgendwelche anderen Packs, aber ich habe gar keine Punkte, deswegen ist es jetzt erstmal nicht so wichtig. Achso, doch, und was ich noch zeigen wollte, sind hier auch noch die Add-ons, die es auch noch gibt. Ich lese sie jetzt mal nicht vor, weil wir uns ja ums Spiel jetzt gleich kümmern wollen, aber das wollte ich auch mal erwähnt haben und die sind, glaube ich, in diesem Extra-Paket bei gewesen, was noch teurer war und da kann man dann die Add-ons spielen. Ich hoffe, dass ich die irgendwann auch nochmal nachholen werde. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, aber im Moment habe ich erstmal überhaupt das Spiel und darum kümmern wir uns jetzt. Ich fange mal ein neues Spiel an. Hatte es schon mal angespielt, um wegen der Grafikeinstellung blablabla bla bla einfach mal zu testen. Ich möchte das nicht haben und möchte ein neues Spiel anfangen, bitte. Warte. Ja. Bin mir sicher. Genau, so. Und jetzt können wir den Schwierigkeitsgrad auswählen. Abenteurer. Konzentriert sich auf Laras Abenteuerkämpfe, sind leichter. Im Kampf ist Zielhilfe aktiviert. Feinde haben weniger Gesundheit und Schaden. Tomb Raider. Ausbalancierter Schwierigkeitsgrad. Im Kampf ist Zielhilfe deaktiviert. Feinde haben normale Gesundheits- und Schadenswerte. Erfahrener Räuber. Herausfordernde Kämpfe. Im Kampf ist Zielhilfe deaktiviert. Gesundheitsregeneration ist nur außerhalb des Kampfes verfügbar. Feinde haben mehr Gesundheit und Schaden. Feinde haben geschärfte Sinne. Überlebender. Stellen Sie Ihre Überlebensfähigkeit auf die Probe. Im Kampf ist Zielhilfe deaktiviert. Gesundheitsregeneration ist deaktiviert. Feinde haben mehr Gesundheit und Schaden. Feinde haben geschärfte Sinne. Es gibt mehr schwere Feinde. Es gibt weniger Ressourcen und Upgrades sind teurer. Ja, ist mir ein bisschen zu heavy. Deswegen nehme ich den Tomb Raider-Modus. Der eine oder andere von euch erinnert sich vielleicht noch daran, dass ich im letzten Tomb Raider-Spiel ja auch nicht so Shooter erfahren bin und deswegen mein Bestes geben werde, wenn ich mal daneben schieße oder auch bei den Quick-Times oder daneben springen oder ich weiß nicht, was da doch alles überhaupt auf uns zukommen wird. Wie gesagt, ist total blind für mich. Dann verzeiht es mir bitte, ich gebe einfach mein Bestes und wenn die Fehler passieren, passieren sie eben. Ist halt ein Spiel. Ich freue mich trotzdem total drauf. Und wie gesagt, da ich nicht weiß, was auf mich zukommt, bleibe ich mal hier beim ausbalancierten Schwierigkeitsgrad. So. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere,
welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen, sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihnen. Keine Chance. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Aufstieg. Erreichen Sie den Berggipfel. Berggipfel. Da sind wir. Da sind wir im Spiel auf einem gefährlich hohen Berg, genau. Wir müssen einfach weiter. Heftiger Wind, eiskalt und saugefährlich. Verstehe nicht ganz. Hey, selbst wenn wir hier nichts finden, dein Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Verstehe nicht ganz, warum die beiden nicht abgesichert sind, so vom Seil zwischen den beiden. Wäre das nicht sicherer? Aber okay. Oh, geht schon los. Alles okay? Hab den Halt verloren. Geht schon. Ist ja auch kein Wunder, dass man hier den Halt verliert. Hier ist ja nichts. Okay. Wir können uns bewegen. Jonah, ich bin Rettungsgriff. Hier. Ich klettere runter und hol dich. Nein, das ist zu gefährlich. Es ist klettere wieder rauf. Von der Steuerung her. Bleib einfach da. Erkletterbare Wände. Zerklüftete Wände aus Eis und Fels sind erkletterbar. Ja, es erinnert sehr an das Spiel aus dem Jahr 2013. Da ging das genauso hier mit dem Kletterhaken und so an den Wänden. Also wer das gespielt hat, der kommt bestimmt auch in das Spiel relativ gut rein. Und jetzt können wir hier hoch. Und, oh Gott, hoffentlich schaffe ich den Sprung. Oh. Kletterpartien waren ja schon immer nicht ohne. Shit, Lara. Du verpasst mir noch einen Herzinfarkt. Bist du okay? Ja. Los, komm. Unser Freund von damals ist auch wieder dabei. Das finde ich auch sehr cool. Und schon kriegen wir unsere ersten Erfahrungspunkte. Hochstützen. Ja, so ein bisschen hochstützen wird ja für Lara kein Problem sein. Wenn sie da auch immer voll die Mega-Sprünge hinlegt beim Eis. Und ich frage mich jedes Mal, sie weiß doch immer gar nicht, ob dieser Kletterhaken da drinne halten wird. Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Pferdenleser gibt es Ruinen in diesen Bergen. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch so einen gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvorgekommen. Ja, Trinity müsste ja diese Geheimorganisation sein. Und der echt sprach. Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Aber was für ein Ausblick, Leute. Schaut euch das an. Was für eine wundervoll schöne Grafik hier oben mit dem Berg und der Sonne und allem. Echt mega geil. Gefällt mir sehr gut. Sie guckt auch noch so zurück. Sehr schön. Nein, du musst weiter. Kämpf dich durch. Du wolltest ja hier hoch.
Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Scheint recht stabil zu sein. Aber bleib nah an der Wand. Okay. Oh, oh. Mal gucken, ob ich das wieder packe. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay. Alles klar. Ja, muss ja, ne? Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Na, langsam und ruhig sieht das aber nicht aus, wie du da kletterst. Oh, oh. Oh, Scheiße. Das war knapp. Okay. Gucken, ob wir es schaffen. In diesen eisigen Wänden. Jawohl. Ja, ich hoffe, ich schaffe das auch. Oh. Ach du Scheiße! Ich glaube nicht, dass ich so weit schaffe! Bleib da! Ich mach für dich ein Seil oben fest! Okay, ich gebe dir etwas Seil. Ja, bitte etwas mehr Seil, immer her mit dem Seil. Wo soll ich hin? Ach so, nach oben? Boah, was für ein Sprung. Oh, die Lara macht das natürlich. Ne, die kann das. Klar. Jonah, wir haben es geschafft. Ich sehe die Ruinen. Oh Gott. Oh, Scheiße. Ich hab dich! Lara! Kannst du mich hören? Ja. Ich zieh dich wieder rauf! Komm, fuck! Da! Da drüben! Schnell! Schwing mich zur anderen Seite! Okay. Okay. Okay, dann wollen wir mal rüberschwingen. Ja, das wird an Schwung wahrscheinlich noch nicht ausreichen. Nee. Na los. Nee. Nee, auch irgendwie noch nicht. Ich kann dich nicht halten. Das Seil muss. Muss noch mehr Schwung holen. Warte noch. Und Mann! Komm! Her, du blöde Wand! Ja! Super! Nicht super! Geh zurück, Jonah! Such dir Schutz! Oh, 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 oh! Oh, oh, ich lauf. Und ich spring. Oh, Gott. Ich hoffe, ich schaff das. Komm, 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 komm. Weiter, weiter, weiter. Oh, Gott. Kann man da nach links? Nee, ich glaub nicht. Hier, spring. Oh, nein. Wow. Oh nein. Ah!
Oh, 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 oh. Oh, oh, nein. Oh, scheiße. Oh, fuck. Okay. Kann passieren beim ersten Mal. Da war ich ein bisschen zu langsam. Ist aber auch echt schwierig. Nochmal das Ganze. Komm, halt dich fest. Und schnell nach rechts jetzt. Ganz, ganz, ganz schnell. Komm, 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 komm. Hopp. Oh. Okay, geschafft. Hoch, hoch, hoch. Sehr gut. Aber ich glaube, wir sind noch nicht durch. Oh nein. Oh oh. Oh. Zwei Wochen zuvor. London, England. Es ist die größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub. Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut das. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber... nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich, beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hat dich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war... verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn!
Krieg dein Leben im Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Bilanz. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie... Großer Gott! Scheiße, die sollten doch nicht auf uns schießen! Bringen Sie uns hier raus! Shit! Nein! Nordwestgrenze Syriens. Kein Zurück mehr. Es muss hier sein. Ja, das verlorene Grab. Suchen Sie in den Klippen nach Ruinen. Tja, da sind wir ja mal alle gespannt jetzt hier in Syrien, ob wir diesen Tempel finden werden, den sie sucht. Das Abenteuer mit Lara Croft geht weiter. Sieht unglaublich toll aus von der Grafik und von der Umgebung. Super, ich finde es auch toll, dass bisher so das Gameplay so erinnert an den vorigen Teil. Da kann man sich gut reinfinden. Und was die Story anbelangt, boah, bin ich total gespannt. Ich will auf jeden Fall den nächsten Teil sofort spielen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von The Rise of the Tomb Raider. Bis dann.